Franz Lührmann, bin verantwortlich für die Biogasanlage in Reche. Das ist die Firma Ökoenergie. Das ist eine 2 Megawatt Biogasanlage mit 24 beteiligten Landwirten. Wir setzen jede Menge Produkte ein zum Vergären. Unter anderem Mais, Mist, ein bisschen Getreide, Ganzpflanzensilage, wobei dann immer Reste auf dem Hof liegen bleiben, die dann täglich beseitigt werden müssen. Das Reinigen an sich wird tätig etwas über eine Stunde dauern. Und für diese Reinigungsarbeiten setzen wir dann eine BEMA Dual 75 ein. Die BEMA 75 erleichtert uns die Arbeit, indem wir durch den großen Durchmesser des Besens mit einer Überfahrt das Pflaster, die Siedelplatte sauber bekommen. Sonst bei anderen Systemen mussten wir 2 bis 3 Mal rüberfahren, um überhaupt ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis hinzubekommen. Und wenn man hier über das Gelände sieht, kann man erkennen, dass wir verschiedene Höhen eingebaut haben. Das heißt auch, wir müssen unten das Gelände mit der Kehrmaschine fahren. Und da ist es besonders wichtig, dass die Kehrmaschine besonders hohe Räder hat. Bei den anderen Maschinen mussten wir alle 6 Monate die Räder tauschen oder zumindest Lager tauschen, was bei dieser jetzt komplett außen vor fällt. Weiterhin ist der Rahmen so stabil gebaut, dass eben auch der den leichten Druck vom Teleskoplader gut aushalten kann. Auch dann, wenn man mal versehentlich ein bisschen zu viel drückt. Seitenkehrbesen, den haben wir uns zugelegt, damit wir stramm an Silowände, an Hallenwände, an Bordsteine langfahren können. Das erspart uns einige Stunden Arbeit in der Woche, weil sonst immer ein Mann vorhergehen muss und die Kanten von Hand zur Mitte fegen muss, also von der Halle wegfegen muss. Dieser Hydraulikblock, der beinhaltet alle Ventile, die Maschine für alle Ausstattungen benötigt und ist somit sehr kompakt. Es ist eben besonders wichtig, dass wir immer auf die Hydraulik achten, dass alle Kupplungen entsprechend groß ausgelegt sind. Bei vielen Maschinen ist es so, dass die Kupplungen einfach zu wenig Öl durchlassen. Das nützt es, wenn der Schlauch 100% durchgibt, aber gleichzeitig die Kupplung nur 50% durchlässt. Wir haben schon sehr viele Kehrmaschinen eingesetzt, aber auf dieses System haben wir lange gewartet. Und was ganz wichtig ist, die passende Service dazu. Wir bekommen sofort Rat am Telefon, wenn wir nicht genau wissen, wie funktioniert es, welche Einstellung passt am besten. Für mich ist BEMA die erste Wahl, wenn es um Kehrmaschinen geht. Robustheit, durchdachte Konstruktion und spitze im Service.